Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe hier auf Andis Kinoblog und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch heute ein neues Unboxing präsentieren. Es handelt sich hierbei um das limitierte Steelbook Ghostbusters 1-2, was heute hier in Deutschland erschienen ist. Vorab möchte ich euch natürlich meine kleine Ghostbusters-Sammlung zeigen. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, Ghostbusters 1 und Ghostbusters 2 schon bereits vorab als Steel mir zu besorgen bei Zavi, und wir haben hier zwei exklusive Zavi limitierte Auflagen. Das Ghostbusters 2 Steelbook von Zavi ist hier auch 4K remastered worden. Oder es ist ein 4K Master. Ist vor 2-3 Wochen auf den Markt gekommen und hatte eine deutsche 2.0 Tonspur. Und ich befürchte schon, dass wir auch hier bei dem neuen Ghostbusters Steelbook 1 und 2 das gleiche hier im Vorfeld haben. Ich zeige euch das gerne mal. Und zwar sieht das Steelbook so aus. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen das Rechteck, diese Rechteckabsetzung finde ich persönlich immer schön, wenn es dann auch zu diesem Steelbook passt. Das Schöne diesmal an diesem Steelbook ist, dass wir Ghostbusters 1 und 2 den Schriftzug geprägt haben, inklusive hier den oberen Teil von diesem kleinen, aber doch lieben Gespenst. Alles komplett geprägt. Wenn das Ding jetzt noch ein Lentricula gehabt hätte, wäre ich noch mehr oberglücklich gewesen. Aber naja, wir können nicht alles haben. Bevor ich euch aber jetzt dieses wunderbare Steelbook einmal zeige, haben wir natürlich noch ein paar technische Daten, und das ganze Backpaper sieht dann so aus. Wir sehen, dass alle beide Filme in 4K mastered sind, maximaler Bild, erweiterter Farbraum. Das bedeutet also, wir haben hier brandneue Features drauf, also komplett neues Bonusmaterial. Ghostbusters 1 hat eine Lauflänge von 105 Minuten und hat eine deutsche DTS 5.1 HD Mastered Audiospur. Tja, das geht. Leider bei Ghostbusters sieht es da ein bisschen finsterer aus. Wir haben hier natürlich auch jede Menge Extras. Eine Laufzeit von 108 Minuten, allerdings eine Dolby Surround 2.0 Spur. Das hat mich ein bisschen geärgert, dass es so ablaufen muss, weil ich bin der Meinung, dass auch dieser Film hätte im Sound remastered werden können, weil der Film auch etwas jünger ist. Warum geht es bei Teil 1, aber bei Teil 2 nicht? Naja, wie auch immer, ich habe mir den Film natürlich als zweiten Teil angeschaut und muss sagen, dass die Sound- oder Tonspur gar nicht so schlimm klingt. Also trotzdem hätte ich mir eine 5.1 Spur gehofft, aber leider ist dem nicht so passiert. Naja, können wir nicht ändern. Ansonsten gibt es hier über diesen Backpaper nicht wirklich viel zu berichten. Und damit zeige ich euch einmal jetzt kurz noch das limitierte Steelbook von hinten, von vorne und von innen. Ja, wir drehen einmal rum. Sehr schönes Motiv. Hier haben wir einmal komplett in grün den lieben Slimer. Und ich finde, das sieht wirklich gut aus. Gefällt mir gut. Ist ein sehr, sehr schönes Steelbook. Von innen ist es vielleicht nicht ganz so gerade meine Fanbase. Hier haben wir natürlich Ghostbusters 1 in der 4K Mastered Fassung und natürlich Ghostbusters 2 in der 4K Masterung. Ja, jetzt kommt das, was mir nicht so gefällt. Man hat hier das Bild von Ecto und von der Stadt New York in einem Grünstich gehalten. Im Zavi Steelbook ist dieses Steelbook von innen bunt, so wie Ecto auch wirklich aussieht. Ich weiß nicht, warum man sich entschieden hat, dieses Hintergrundbild etwas grün zu gestalten oder in einem Grünstich zu machen. Gefällt mir jetzt persönlich gar nicht, obwohl das Motiv wirklich, wirklich schön ist. Also dasselbe Motiv ist, was hier in dem deutschen Stil ist, auch in dem englischen Stil von Zavi. Und wer Interesse hat, sich das mal in Farbe anzugucken, kann natürlich gerne auf das Ghostbusters 2 Steelbook einmal schauen, was ich bereits geunboxed habe. Ja, immer mit gemischten Gefühlen, warum auch immer. Aber hier haben wir einen kleinen Fleck. So, jetzt ist er weg. Das war noch von der kleinen Klebepopel-Ding da. So, ja, mein Resümee zu diesem Steelbook. Steelbook sieht wirklich super aus. Filme sind natürlich atemberaubend und absolut toll. Da sage ich ganz klar Daumen hoch. Ich bin ein absoluter Ghostbusters-Fan und dieses tolles Steelbook erweitert jetzt noch meine Sammlung und ergänzt alles, und naja, wir hoffen, ob noch ein dritter Teil kommt, wir werden es sehen.
Alles in allem gebe ich dem Steelbook jetzt mal eine Punkteverteilung. Und zwar gebe ich hier 8 von 10. Wie gesagt, ich bemängel hier definitiv die Tonspur von Ghostbusters 2. Die hätte auf jeden Fall besser sein können. Man hätte sie remastert können. Und ich bemängel den Innendruck, den grünen Ecto. Den gibt es auch in Farbe. Ja, wie gesagt, könnt ihr euch angucken auf meinem Kanal. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. Versucht euch das Ding zu kaufen. Es wird momentan etwas teurer wieder. Ich glaube, das war auch jetzt vor ein paar Tagen komplett ausverkauft. Bei CD ist es sogar noch erhältlich für 19 Euro. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Macht's gut. Euer Andi von Andis Kinoblog. Und seid brav, benehmt euch. Bis dann. Ciao. Ach, ihr seid noch da. Ja, schön, dass ihr noch dran geblieben seid und ich hoffe natürlich, euch hat mein Video